Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5. Immer noch mit Theodora, Byzantinisches Reich. Ich weiß jetzt nicht genau, Patriarchat von Konstantinopel, was genau eigentlich unser Auftrag ist. Ich glaube, wir sollen eine Dromone bauen und was ist ein Kataphrakt? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir das bauen, vielleicht haben wir damit schon unsere Quest abgeschlossen. Ich habe wirklich keine Übersicht. Also eine Dromone kann ich bauen, aber ein Kataphrakt, was auch immer das ist, das sehe ich hier nicht. Die Dromone baue ich jetzt einfach mal. So, Einheitenbeförderung, aber ich glaube, die hatte ich sogar schon mal gebaut. Kampfstärke gegen Landeinheiten, nein, gegen Meereinheiten ist erhöht. Ihr seid die Karawane, die kommt jetzt erstmal wieder zurück und ihr dürft da erstmal stehen bleiben. Ich darf euch noch einmal befördern. Fortbewegung plus 1, Sichtweite, Kampfstärke gegen Landeinheiten nehme ich auch nochmal hoch, damit wir die Leute auch richtig schön beschießen können. Und dann gehen wir in die nächste Runde. So, wir sind so ziemlich am Ausbauen, hatten dann gerade herausgefunden, dass der gute Irokese versucht, uns irgendwie Intrigen zu spielen. Aber ich glaube, bevor er das tut, werden wir uns seine Städte holen. Das könnt ihr aber wissen. So, Gegner ist in der Nähe. Dann können wir jetzt angreifen. Erstmal von Konstantinopel aus. Auf geht's. Bums, bums, aus dem Haus. Der ist weg. Dann braucht der sich nämlich nicht damit befassen. Danach holen wir unsere Leute, die wir hoffentlich nochmal aufstufen können. Nein, können wir nicht. Dann lauft mal los. Auf zu Wasser. Du darfst dann auch noch weiter schießen auf die da. Okay, Barbaren in der Nähe von Mbanza Kongo getötet. Sehr schön. Und was ist mit euch? Ihr habt doch nichts zu sagen. Das kann weg. Das kann auch weg. Und wir dürfen noch eine Produktion hier unten wählen. Heldenepos oder Musikergilde. Was erforschen wir denn hier oben gerade? Was machen wir hier? Waffenkammer beendet. Achso, nee, das ist unten. Hier will ich doch gucken. Hier wird die Burg Himeji gekauft. Beziehungsweise gebaut. Kaufen kann man im Moment gar nichts. Wir werden uns auch gleich darum kümmern, erstmal neue Leute zu kriegen. Ach, kaufen kann ich nichts. Wie wär's? Produktion wählen mit Gendarmerie oder Opernhaus. Ich meine, wir könnten die Musikergilde hier dann abschließen. Wir bauen die jetzt einfach mal so. Dann ist die wenigstens schon gebaut in Adrianopel. Und Konstantinopel kümmert sich um den Rest. Und jetzt geht's los. Achso, ihr dürft noch. So, nächste Runde. Sehr schön. Die Dromone darf jetzt fahren. Na, dann komm doch mal rüber. Okay, du kannst nicht weiter. Das beunruhigt den wahrscheinlich. Da müssen wir vorsichtig sein. Nicht, dass der sich nachher aufregt. Nächste Runde. Oh, 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 oh. Was hat der da unten vor? Das Barbarenlager gehört mir. Das kannst du aber wissen. Kannst schön vergessen, dass du da rankommst. Die Dromone kann leider bloß im seichten Wasser fahren. Das ist richtig blöd und meine Leute kommen nicht pünktlich hin. Ach, es ist doch zum Heulen. Mbanza Kongo. Da könnten wir noch ein paar Taoisten hinschicken. Ein Geschenk machen. Schutzversprechen, Tribut fordern. Ach, nischt von allem. Was können wir denn für Einheiten kaufen? Eigentlich im Moment gar nichts. Wir könnten höchstens welche ausbilden und das machen wir auch demnächst. Allein schon, um ihm hier die Stirn bieten zu können. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen was zulegen, denn er scheint doch ziemlich viele Leute hier zu haben. 1, 2, 3, 4. Plus die Stadt, die auch nochmal ballern kann. Das wird nicht leicht. Und dann kommen die nachher, Vancouver. Ich hoffe, die haben sich gegenseitig kein Schutzversprechen gegeben. Ah, er plant also eine Intrige gegen uns. Ich bin ja gespannt. Wir werden dich erstmal hier parken. Und dich gleich da. Einheiten benötigen Befehle. Du kannst schlafen. Nächste Runde. Bin ja gespannt, wo er hin will. Ihr habt euer Grenzversprechen gehalten. Es ist viele Jahre her, seit ihr versprochen habt, eure... Ja, was auch immer. Mbanza braucht eure Hilfe. Nicht mehr, oder wie? Achso, nee, nicht mehr. Schade.
Hätte ja sein können, wir hätten euch gern geholfen, aber nein, ihr musstet ja unbedingt jemand anders ranholen. Das ist natürlich alles andere als schön, aber da muss ich durch als Lurch, wenn ich ein Frosch werden will. Können wir noch irgendwas mit unseren Bauern machen? Die sind hier hinten noch beschäftigt, die bauen noch ein Zollhaus oder irgendeinen Handelsposten oder ähnliches. Hier ist das auch bald fertig gebaut, der Hafen. Adrianopel, Kauf. Ach, es kostet einfach zu viel, es kostet alles einfach zu viel. Wurde von jemand anderem zerstört. Naja, passiert. So, du wirst erstmal aufgestuft. Kannst du jetzt ins tiefe Wasser? Was bist du denn? Eine Gelässe. Du kannst nicht aufgestuft werden. Warum konntest du aufgestuft werden, aber du nicht? Das ist sehr eigenartig. Vielleicht habe ich vorher ja keine Drohne gekauft, wollte ich gerade sagen. Drumone. Drumone. Vielleicht war es irgendwas anderes. So, wir sind auf Platz 1 der wundervollsten Völker der Welt. Wir haben die größten Wunder gebaut, die meisten Wunder. Astronomie ist auch fertig erforscht. Dementsprechend können wir jetzt die Druckerpresse erforschen und uns an alles andere wagen. Konstantinopel. Du frisst Popel. Hene, mene, meck. Und der Popel ist weg. Konstantinopel. Mal gucken. Speer, Arbeitsboot, das ist alles Blödsinn. Ich brauche endlich ordentlich was zum Ballern. Ein Tribock wäre doch mal was Feines. Oder Ritter, Pikeniere, Armbrustschützen, egal was. Hauptsache, ihr gebt es mir. Nächste Runde, los. Ich muss jetzt erstmal aufbauen hier. Einheit benötigt Befehle. Ihr könnt nichts mehr machen, dann shift aus. So, du kannst mal ins tiefe Wasser fahren. Nein, kannst du gar nicht. Immer noch nicht. Schlafen. Vielleicht können wir euch irgendwann mal aufstufen. Also spätestens, wenn wir in die nächste Liga kommen und unsere Leute aufstufen können, dann geht die Post ab, dann werde ich hier kein Auge mehr auf den Trockenen lassen. Wir haben wieder einen neuen Künstler. Der Künstler... Wo ist er? Da ist er. Fernangriff. Nee, ich will nicht den Armbrustschützen. Ich will schon den Künstler auswählen. Und der macht noch ein großes Werk, damit wir noch mehr Tourismus bekommen. Oh, Captain, mein Captain. Zu Ende ist unsere Reise. Wir haben jedes Riff umschifft. Der Sieg war unser Preis. Was hast du toll gedichtet. Da bin ich stolz auf dich. Ganz, ganz stolz. Doch stolz hin oder her, wir müssen versuchen, jetzt irgendwas in die Wege zu leiten. Heißt Stadtmauern, Karawanenhof, Leuchtturm. Was werde ich hier bei dir machen? Erst einmal den Leuchtturm. Naja, plus 1 Nahrung von Küsten- und Ozeangeländefeldern, plus 1 Produktion von Meeresressourcen, die von dieser Stadt bewirtschaftet werden. Das ist leider noch nicht der Fall, aber da können wir gleich ein Arbeiterboot hinschicken, dann ist das auch okay. So, Konstantinopel, kaufen. Kann ich jetzt irgendwas Schönes holen? Wieder nur ein Kriegsschiff, aber Pikeniere gibt es. Stärke 16. Die Ritter haben Stärke 20. Erforderlich sind dafür Pferde. Tribok. Fernkampfstärke 14, das ist natürlich nicht schlecht. Die Armbrustschützen haben 13, Fernkampfstärke 18. Also die sind schon nicht schlecht, aber dafür kann der Tribok besser auf Städte draufgehen. Ah, Musketiere. Musketiere ist auch eine schöne Sache. Ich habe nicht genug Gold. Ich glaube, da werde ich dann als nächstes anfangen zu produzieren. Und dann können wir das nebenbei immer mal dazu kaufen. So. Du sollst produzieren. Du produzierst gerade die Musikergilde. Dann warten wir noch, bis das fertig ist. Und dann werden wir uns eins nach dem anderen errichten. Richtig schön aufrüsten und uns Buffalo Creek unter den Nagel reißen. In der Hoffnung, dass wir hier einiges abgeschirmt kriegen. Egal von wo er dann auch kommen mag. Wir werden ihn vernichten. Und ich will ihn hier nicht mehr sehen. Der andere wird uns dankbar sein. So, ihr könnt euch ausruhen. Hier ist ziemlich viel los. Ziemlich viele Leute sind unterwegs. Ziemlich viele Leute machen irgendwas. Deswegen ist es natürlich schwierig hier zu sagen, okay, das ist genau das, was wir brauchen. Die Plantage bringt plus 1 Nahrung. Dann mach doch die. Nächste Runde. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis die Wunder fertig gebaut sind. Bis wir uns dann endlich an den da wagen können. Ein unbekannter Spieler hat das Zeitalter Renaissance erreicht. Ein goldenes Zeitalter beginnt. Das heißt, wir bekommen wieder
jede Menge Kohle dazu. Das ist gut. Jetzt können wir aber die Musketiere kaufen. Die werde ich hier oben aber kaufen. Kauf die Musketiere. So, da sind sie. Oh, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, du könntest das goldene Zeitalter verlängern. Das geht übrigens auch. Goldenes Zeitalter beginnen. Dieser Befehl verbraucht den großen Künstler und leitet ein goldenes Zeitalter. Natürlich zusätzlich Produktion und Gold und Kultur für 8 Runden ein. Wir haben noch 10 Runden goldenes Zeitalter. Das brauchen wir also nicht. Ihr werdet jetzt schon mal nach oben laufen. Und ich werde garantiert vorher abspeichern, bevor ich den angreife. Ich kenne doch mein Glück. Ausgerechnet dann, wenn ich da großartig bei bin, dann gibt es wieder ganz, ganz viel Ärger. So. Du fährst einfach schon mal hier hin. Und du da. Okay, fällt gar keinem auf. Ihr könnt euch noch aufstufen. Drill. Oder Schock. Offenes Gelände. Was hat er hier? Der hat eigentlich ein offenes Gelände. Bisschen was ist natürlich dann versetzt, aber das meiste ist offen. Also machen wir offen. Du kannst noch ein Stückchen weiter. Und du bleibst in Bereitschaft. Nächste Runde. Mal sehen, ob es ihm ausfällt. Er wird schon irgendwann misstrauisch werden. Wenn die Leute immer mehr werden an seinen Grenzen, dann kriegt er Probleme. Dann kriegt er echt Angst. Bukhimiji, Bushido, der Weg des Kriegers. Der Weg des Kriegers wird in der Gegenwart des Todes umgesetzt. Das bedeutet, den Tod zu wählen, wann immer es eine Wahl zwischen Leben und Tod gibt. Es gibt keine andere Art des Denkens. Von Yamamoto Tsunetomo. 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 Wie auch immer. Wir haben es geschafft. Bukhimiji ist aufgebaut. Dann können wir ja jetzt die Leute endlich ins Leben rufen. In 2 Runden oder 3 Runden kriegen wir jeweils andere Dinge. Ich hole mir jetzt erstmal die Ritter. Die Ritters. Du wirst bitte auch nicht kaufen, sondern produzieren. Karavelle. Ich glaube, die haben wir jetzt gerade. Nee, die haben wir nicht. Pikiniere. Ein Tribok. So, und das fahren wir dann alles hoch. Und dann geht die Post richtig ab. Schlaf mal eine Runde. Ihr bleibt, wo ihr seid. Und ihr baut schon mal eine Straße hier hin. Einheiten benötigen Befehle. Ihr könnt euch schützen. Nächste Runde. Oh, das fällt auf. Das fällt auf. Der spricht mich gleich an. Der wird gleich böse. Ich hoffe ja nicht. Nee, der sagt nichts. Okay, alles ist gut. Einheiten benötigen Befehle. Dann in Bereitschaft bleiben. Ihr bleibt auch in Bereitschaft. Nächste Runde. Wenn wir uns dann diese Stadt noch eingeheimst haben, dann gehört uns hier das ganze Gebiet und dann holen wir uns dich als nächstes. Freundchen. Byblos sucht eine Einheit. Und zwar großer Musiker. Ja, kann noch eine Weile dauern, bis wir den haben. Wir haben jetzt erstmal einen Reiter, ganz viele Reiter, die natürlich auf unwegsamem Gelände noch ein bisschen mehr Schaden fahren. Sichtweite ist mir egal. Sanitäter, nein. Kampfstärke auf offenem Gelände. Beides ist jetzt erhöht. Dann lauft ihr schon mal hier hin. Produktion können wir wieder wählen. Diesmal dürft ihr das Heldenepos fertig machen. Dürfte schnell gehen. Adrianopel ist auch gleich fertig. Adrianopel, wer frisst Popel? Ihr könnt sogar noch laufen. Och, das freut mich aber. Na denn, hoch da mit euch. Am besten hier hin. So, schlafen. Nächste Runde. Dass dem das nicht auffällt, dass hier mal eben ganz, ganz viele Leute stehen und darauf warten, einzumarschieren. Machu Picchu in einem fernen Land gebaut. Byblos und Irokesenland sind jetzt Verbündete. Belagerungseinheiten eignen sich hervorragend, um Städte aus der Entfernung anzugreifen. Ja, das hatte ich vor. Das war mein Begehr. Das heißt, ihr fahrt jetzt bitte hoch. Vorher
auf unwegsamem, offenem Gelände mehr Schaden, auf unwegsamem Gelände mehr Schaden, Verteidigung gegen Fernangriffe ist dann höher, Kampfstärke gegen verschanzte Einheiten und Städte, plus 50%. So, ab nach oben. Produktion wählen. Dann baut ihr bitte ein Zoo. Die Zufriedenheit kann die Anzahl von Bürgern in einer Stadt nicht übersteigen. Stadt benötigt ein Kolosseum. Verstehe ich nicht. Aber okay. Globe Theater. Theater. Schieferturm von Pisa. Sixtinische Kapelle. Dann mach doch einfach mal das Theater. Forschung wählen. Außerdem forschen wir an der Metallverarbeitung. Eventuell kriegen wir dann bessere Einheiten. Biblos ist jetzt befreundet. Machu Picchu in einem fernen Land gebaut. Das ist mir egal. Einheiten benötigen Befehle. Ihr habt jetzt die Straße gebaut. Das ist gut. Dann baut da bitte auch noch eine. Ihr... Ja, unsere Priester. Vancouver hat schon keinen Glauben mehr an uns. Ihr auch nicht. Ne? Das müssen wir ändern. Ihr geht hier hin. Und wartet. Na, 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 na. Ich sag's ja, der macht das mit purer Absicht. Offene Grenzen von Pakal beendet. Wale für Pakal beendet, der wird sich gleich nochmal melden. Und wir können hier die Stadtmauern errichten, um unsere Stadt hier schon mal besser zu verteidigen. Das wird wichtig sein. Okay. Speichern wir und versuchen wir es? Oh, ich bin gespannt. Schnell speichern, Spiel speichern. Unter LB01. Ja. Und wenn das wirklich irgendwann schief gehen sollte, kann ich jederzeit zu diesem Spielstand zurückkehren. Ich werde nachher also LP02 auch in die Wege leiten. Ihr könnt schon mal Propheten. So, 9 Anhänger. Das ist top. Dann lauft ihr nochmal hier rüber. Oder auch nicht. Ja, womit fangen wir an? Mit denen hier. Das bedeutet Krieg. Wie töricht, ihr habt einen schrecklichen Fehler begangen. Auf Wiedersehen.